Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Ja, sehr gut. Ja, wer ist da? Hören Sie mich? Ja, ich habe Sie gerade nie gehört. Ja, mein Name ist Ella Jakobs, Herr Mustermann. Ich melde mich von Unternehmen Waden VC. Sie haben sich ja bei uns gerade registriert für Bitcoin Trading, Onlinehandel. Sie haben doch daran Interesse gezeigt. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Nur jetzt haben Sie gerade angerufen, weil nichts gesagt. Wie bitte? Sie haben jetzt gerade schon wieder angerufen jetzt. Aber Sie sagen irgendwie nie was, ja, wenn Sie anrufen. Okay, bitte, was soll ich denn sagen, Herr Mustermann? Sie haben sich doch bei uns registriert. Ja, wenn Sie mich anrufen und ich Hallo sage, dann müssen wir irgendwas sagen. Ich habe doch gesagt. Ne, ich habe nichts gehört. Doch. Ne. Doch, also ich habe auf jeden Fall was gesagt, Herr Mustermann. Vielleicht hatten Sie keinen Empfang, kann auch sein. Also genau. Ich bin ja Ihr persönlicher Kontoberaterin, Mustermann. Meine Aufgabe ist Ihnen zu helfen, das Handelskonto erstmal erfolgreich und gemeinsam zu aktivieren und danach Sie weiterzuleiten an die Fachexperte, Herr Mustermann. Das heißt an den Betreuer. Sagen Sie mal bitte erstmal, ob haben Sie vielleicht Erfahrung mit Bitcoin-Aktien? Haben Sie das schon mal früher gemacht oder sind Sie da ganz, ganz neu? Ne, aber wofür aktivieren? Was muss ich da aktivieren jetzt? Mit dem Mindestbetrag, Herr Mustermann, in Höhe von 250 Euro, das ist der Mindestbetrag. Mit dieser Summe aktivieren Sie das Handelskonto und der Betrag wird dann auf Ihr Handelskonto gut geschrieben. Also das steht auch auf unserer Werbung, 250 Euro. Und von unserer Seite bekommen Sie heute noch, weil Sie bei uns neu sind, Herr Mustermann, einen Willkommenbonus in Höhe von 250 Euro. Das heißt, es wird dann auf Ihr Handelskonto ein Betrag in Höhe von 500 Euro gutgeschrieben. Und das wird dann auch Ihr Startkapital sein, Herr Mustermann. Und wenn wir das Handelskonto aktiviert haben, dann werde ich Ihnen sofort einen Termin bei dem Fachexperte vereinbaren. Ja, das klingt schon besser. Okay. Sagen Sie mal bitte erstmal, welches Jahr sind Sie geboren? 1900? 94. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich bin Zollabwicklung. Okay. Okay, ich brauche ja nur die Informationen, damit der Fachexperte für Sie einen Finanzplan erstellen kann, Herr Mustermann. Okay. So. Ach, ist das ein Unterschied, was man arbeitet, oder? Also der Fachexperte macht das, also der macht ja einen Plan, Finanzplan für jede Kunde, Herr Mustermann. Hat das einen Unterschied, wenn ich zum Beispiel in der Müllfabrik arbeite oder bei Penny an der Kasse? Oder? Nein, der macht das mit jedem Kunde. Das so. Alles Weitere können Sie mit dem Fachexperte abklären. Ich bin ja nur zuständig, mit denen das Handelskonto zu aktivieren. Verstehen Ach so, Sie mich? Okay. Genau. Und weil ich sehe, Sie sind ja ein junger Mann, Herr Mustermann, für Sie wäre dann der Betrag 1000 Euro. Ja, wir müssen halt wissen, mit wem wir arbeiten, an wen wird das Geld später ausgezahlt und ob Sie Potenzial haben, Herr Mustermann. Ob sind Sie schon Potenzial, verstehen Sie mich? Für ältere Leute ist ja der Mindestbetrag 250 Euro, aber für Sie wäre ja der Betrag 1000 Euro. Sie bekommen dann trotzdem den Willkommenbonus in Höhe von 250 Euro. Herr Mustermann, mit den 1000 Euro aktivieren Sie das Handelskonto und der Betrag wird dann auf Ihr Handelskonto gut geschrieben. Nur die Frage ist ja, wie möchten Sie das Handelskonto aktivieren, Herr Mustermann? Sie haben da die Möglichkeit, also mehrere Möglichkeiten, sag ich mal. Erstmal mit Kreditkarte, mit Visa, Mastercard. Zweite Möglichkeit ist ja Online-Banking, Bitcoin, Wallet oder Banküberweisung. Ich habe eine Frage, jetzt wieso muss ich jetzt auf einmal 1000 Euro? Ja, weil Sie ein junger Mann sind, Herr Mustermann. So ist das halt bei uns, so machen wir auch. Und das ist legal, das ist ja nicht gleich, also müssen wir Gleichberechtigung, nur weil ich jung bin, also nee, das verstehe ich jetzt nicht. Bei uns nicht, Herr Mustermann. Um ab wann, also 250 kommt, kann ich gar nicht einzahlen, ich muss direkt 1000. Genau, Herr Mustermann. Nur hat das so einen ist Grund? Das halt, ich kann dagegen nichts machen, sag Ihnen ehrlich. Das ist aber nicht förderlich für die Gleichberechtigung. Herr Mustermann, ich sage nochmals, ich kann da nichts machen. Ich kann dagegen nichts tun, Herr Mustermann. So ist das halt bei uns. Sie machen das mit oder sie machen das nicht mit. Ja so gut, Geld verdienen will ich natürlich, also. Natürlich, so wie auch andere Leute. Also jeder Mensch will Geld verdienen, Geld erwirtschaften, Herr Mustermann. Aber Sie sind ja nicht der einzige junge Mann, der sich bei uns angemeldet hat, Herr Mustermann. Verstehen Sie mich? Sie müssen auch das verstehen. Bei älteren Leuten ist ja das vielleicht anders.
Aber weil sie jung sind, Herr Mustermann, und natürlich haben sie Pläne für die Zukunft. Ich weiß auch nicht, wie viel möchten sie denn monatlich verdienen, Herr Mustermann. Aber das werden sie ja erst später mit dem Fachexperte abklären. Somit bekommen sie auch natürlich alle weiteren Informationen. Also für sie wäre der Betrag 1000 Euro. Und mit dem Willkommenbonus in Höhe von 250 Euro, das ist insgesamt 1250 Euro. Der Betrag wird dann Ihr Staatskapital sein, Herr Mustermann. Mit dieser Summe fangen Sie dann Geld zu erwirtschaften, Geld zu verdienen. Genau. Sie haben ja bei uns auch Zugangsdaten. Nehmen Sie bitte was zu schreiben. Ich sage Ihnen erstmal Ihre Zugangsdaten durch. Ja, alles klar. Ich höre. Okay. Schreiben Sie erstmal ID-Nummer. Ja. Die ID-Nummer lautet 60 60 72 72 090. 90, ja. Genau. Schreiben Sie jetzt Passwort. Passwort, ja. So. Passwort lautet großes Nordpol. Ja. Kleines Nordpol. Großes Martha. Ja. Kleines Theodor. Ja. 9. Ja. Großes Anton. Ja. Kleines Xavier. Ja. Großes Dora. Ja. Kleines Q. Ja. 9. Ja. Großes Paula. Ja. Und kleines Viktor. Okay. So, das sind ja Ihre Zugangsdaten, Herr Mustermann. Und mit diesen Zugangsdaten können Sie sich auf unsere Plattform, das heißt auf Ihr Handelskonto, sich jederzeit einloggen. Und der Fachexperte wird Ihnen da alles online zeigen, wie das funktioniert, Herr Mustermann. Sie können ja natürlich auch da selber überprüfen, zum Beispiel, wie viel haben Sie denn heute erwirtschaftet oder wie viel Profite haben Sie in der Nacht gemacht, Herr Mustermann. Oder mal schauen, was auf Ihr Kontostand momentan ist, Herr Mustermann. Das heißt, Sie werden ja alles mit Ihren eigenen Augen sehen. So, Herr Mustermann, sagen Sie mir bitte jetzt, mit welcher Möglichkeit möchten Sie das Handelskonto aktivieren? Ja, weiß nicht, PayPal, Banküberweisung. Also Online-Banking. Haben Sie Online-Banking zur Verfügung vielleicht? Ja, habe ich. Okay, also sag ich Ihnen auch ehrlich, Herr Mustermann, mein Rat ist immer Online-Überweisung mit Online-Banking. Okay. Weil dann brauche ich ja die Bankdaten nicht und das dauert auch nicht so lange, ja. Herr Mustermann. Tun Sie mich bitte auf Lautsprecher. Loggen Sie sich kurz einmal auf die Online-Banking. Ich werde Ihnen unsere Bankdaten durchgeben. Ihre Bankdaten brauche ich nicht. Und dann können Sie die Überweisung tätigen und das Handelskonto dann gemeinsam mit mir aktivieren, Herr Mustermann. Und Ja. Dann kann ich Ihnen auch einen Termin gleich sofort bei dem Fachexperte vereinbaren. Bitte. Ja, das klingt gut. Und wie Ja. läuft das Handeln ab? Muss ich dann selber handeln oder wer macht das dann? Nein, Herr Mustermann. Sehen Sie, wenn der Fachexperte Sie gleich anruft, können Sie auch alle weiteren Fragen den Betreuer stellen, weil der hat ja auch mehr Erfahrung. Aber ich weiß ja, Sie haben diese Möglichkeit selber zu entscheiden, ob Sie jetzt automatisch oder manuell handeln. Manuell ist ja der Fachexperte, wird für Sie Geld erwirtschaften und automatisch ist ja der automatische Roboter, Herr Mustermann. Sie haben da die Möglichkeit selber zu entscheiden. Also Sie haben damit nichts zu tun, Sie müssen da nichts machen. Der Fachexperte wird halt nur anrufen, also kontaktieren, vielleicht per Mail oder Gespräche führen und der wird sich halt über alles informieren. Klingt gut. Genau. Und habt ihr auch hier dieses Dings, dieses Trader 5 oder was heißt da? Das ist ja angepriesen in den Medien jetzt gerade. Ja, wir haben ja alles Mögliche, Herr Mustermann. Ah ja, das klingt gut. So, sind Sie auf die So. Online-Banking eingeloggt? Genau, dann mache ich Überweisung für dich. Okay. Auftragsart, Überweisung, Zahlungsart ist dann Standard. So, begünstigter Name oder Firma? Ja, ich sage Ihnen erstmal den Empfänger durch. So, Ja, das ist das ja. sind Sie soweit? Ja. Okay, also Empfänger, alles groß geschrieben, Herr Mustermann. So, Theodor Udo. Ja. Dora Emil. Ja. Martha Viktor. Ja. Emil Richard. Ja. Theodor Ida. Ja. Sind Sie da? Ja, tu de M4 hier.
Ja, also Ida, Cäsar, also einen Moment, also Ja. Theodor, Udo, Dora, Emil, Martha, Viktor, Emil, Richard, Theodor, Ida, Cäsar, Anton, Ja. dann Ludwig, Ja. Leerzeichen, Ja. großes, also groß geschrieben, Udo Nordpol. Ja. Dann Ida Paula, Ja. Emil, Ja. Siegfried Siegfried, Otto Anton, Ja. Ludwig, Ja. Leerzeichen, Ludwig Dora Anton. Ja. So. Also das ist der Empfänger. Jetzt kommt IBAN-Nummer, Herr Mustermann. So, bei den IBAN-Nummern tragen Sie großes Paula, großes Theodor. Das ist eine Auslandsüberweisung. Warum? Weil Sie haben ja viele Partnerbanken über ganz Europa, Herr Mustermann, zum Beispiel Portugal, Spanien und so weiter, Rumänien noch. Diese Bank ist dafür da, wegen des SEPA-Verfahren, Herr Mustermann, damit wir gleich Profite erzielen und nicht diese deutsche Steuer zahlen von 27%, sondern zahlen wir von 7 bis 10%. Also Maximum 10%, vielleicht auch weniger. Also bei der IBAN-Nummer tragen Sie großes Paula Theodor, Ja. dann 5-0, Ja. dreimal die 0, 7, Ja. viermal die 0, Ja. wieder 0-0, Ja. 5-6. Ja. 6, 9, Ja. 1, 3, 3, 9, 7, 2, 3. Ja. So, jetzt kommt der Betrag im Mustermann. Der Betrag ist ja 1000 Euro. Tragen Sie bei dem Betrag 1000? Also bei Kreditinstitut Novo Banco SA ist richtig, oder? Genau. Sehr gut. So, jetzt kommt Verwendungszweck. Ja. Verwendungszweck ist das Ihre ID-Nummer, die ID-Nummer 60. Also ID auch oder einfach nur 6-0? Nee, also Sie können auch nur Ich mach, naja, 60 also okay. schreiben, genau. Also 60720. Ja. 090. Okay. So. Brauchen Sie noch was, Herr Mustermann, oder Ich brauche die war das? Swift noch und die Okay. BIC. Also alles groß geschrieben, genau, das ist ja gleiche. Bertha Emil. Ja. Siegfried Cäsar. Ja. Paula Theodor. Ja. Paula Ludwig. Also Besktlpl. Also das ist auf jeden Fall. Genau, das ist der Beck. Also, Herr Mustermann, tätigen Sie dann kurz die Überweisung. Ich brauche die Ich Kont also eine werde Ihnen. Kontonummer brauche ich auch noch. Hier steht da. Welche Kontonummer denn, Herr Mustermann? Hier steht begünstigter Name oder Firma, IBAN, Betrag, Verwendungszweck, Swift und Kontonummer. Ich habe Ihnen die ganzen Daten, die Bankdaten durchgegeben. Vielleicht ist das, vielleicht brauchen Sie Ihre Kontonummer da einzutragen. Nee, also ich brauche Ihre auf jeden Fall. Also ich habe Ihnen die Bankdaten durchgegeben jetzt. Also die Kontonummer, die brauche ich noch. Also Okay, bleiben Sie kurz die dran. Bankleitzahl habe ich ja, ich brauche nur die Kontonummer. Okay, bleiben Sie kurz dran, bitte. Ja, alles klar. So, mal ein bisschen die Olle nerven, ein bisschen Zeit verschwenden. Ich brauche die eigentlich gar nicht. Aber warum nicht, ne? Das ist halt mal wieder eine schöne deutsche. Hundertprozentig, ich wette mit euch, hat die vorher Lottobetrug oder irgendwie, sie haben eine Reise gewonnen, wie die spricht. Hundertprozentig, Leute, 100 pro. Natürlich mein Ziel immer schön Zeit rausholen, ne? Das ist natürlich. Ne? Das ist ja mein Ziel. So, jetzt fragt ihr erstmal schön nach.
Die Kontonummer. Die Kontonummer ist natürlich in der IBAN drin, aber das sagen wir der netten Dame natürlich mal nicht. PT, was ist eigentlich PT für ein Land? Herr PT. Mustermann, sind Sie noch da? Ja. Okay. Ich habe jetzt mit der Finanzabteilung überprüft, aber Sie brauchen ja keine weiteren Daten von uns, Herr Mustermann. Sie Also haben da alles, was Sie brauchen. bei der Postbank brauche ich das noch. Ich bin ja bei der Postbank gerade drin. Hallo? Ja, hallo? Hallo, hallo. Ja, ich höre Sie, Herr Mustermann. Ja, weil sie gerade hallo. Ich bin ja bei der Postbank, bin ich ja. Und da brauche ich noch die Bankleitzahl. Und die Kontonummer. Die Bankleitzahl habe ich wegen der IBAN schon, aber die Kontonummer fehlt mir noch. Also Empfänger, IBAN, Betrag, Verwendungszweck und BIC. Also begünstigter Name oder Firma, IBAN, bei Kreditinstitut, aber brauchen wir ja nicht, ist ja keiner. Betrag, Verwendungszweck, Kontonummer und SWIFT. Nee, Kontonummer brauchen Sie nicht. Ich habe extra mit der Finanzabteilung überprüft. Sicher? Kommt mein Geld Ja. dann an? Also, das ist ein Pflichtfeld hier. Das Geld kommt auf das Handelskonto, Herr Mustermann. Deswegen verwenden Sie immer die ID-Nummer bei dem Verwendungszweck. Ja, genau, aber ich brauche auf jeden Fall Kontonummer. Ist ein Pflichtfeld hier. Es wird so ein Haken markiert. Vielleicht Ihre Kontonummer, Herr Nein, 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 Mustermann. nein. Meine steht schon oben drin. Auftraggeber, das meine ich schon drin. Okay, einen Moment. Ja, natürlich. So, schön verarschen die Alte noch. Natürlich hört ihr mich nicht, ne? Immer schön stumm stellen. Das ist das Gute immer. Jetzt flitzt sie nochmal los, schnell. Herr Mustermann, hören Sie mich? Ja, ich höre sie. So, versuchen Sie so die Überweisung zu tätigen. Ich habe Ihnen ein Mail zukommen lassen. Haben Sie So. gesehen? Nee, muss ich eben kurz mal in E-Mail-Postfach dann gehen. Okay, schauen Sie mal nach, bitte. Ich jetzt, bitte befüllen Sie das Feld Kontonummer. Ich schaue jetzt Haben mal Sie in die die E-Mail ganze... rein. Okay. So. Ist das hier Waden WC oder? Baden VC heißt das. Genau. Ist ein WC, genau. Und dann Waden WC Mannschaft. So, und dann, also, soll ich mich erstmal einloggen da oder wie machen wir es dann? Wie Sie möchten, Herr Mustermann. Können Sie erstmal die Bankdaten begleichen, Herr Mustermann, ob das alles in Ordnung ist? Versuchen Sie die Überweisung zu tätigen. Ich bin da, falls Sie meine Hilfe brauchen. Also ich habe jetzt begünstigter Tudem Vertikal Unipersonal LDA. Ja. IBAN ist PT. Das brauche ich ja nicht die ganze IBAN, aber die ist schon auf jeden Fall richtig. Betrag 1000. Ich probiere aber trotzdem dann mal. Also das steht Ja, dann. versuchen Sie. Ich bin da. Das hier, es ist möglich, dass die Überweisung nicht ausgeführt wird oder zurückgebucht wird. Wegen der Kontonummer. Also soll ich einfach trotzdem einfach mal machen? Ja, versuchen Sie, musste man. Ja. So, dann muss ich eben kurz meine Tarn holen. Ich habe einen Tarngenerator hier. Okay, ich bin da. Ja. Und wie viel Geld kann ich dann so erwirtschaften in einem Monat? Herr Mustermann, ich kann Ihnen da nicht Ach beantworten, so. weil es kommt darauf an, der Fachexperte wird Sie erstmal fragen, wie viel möchten Sie monatlich verdienen? Verstehen Sie mich? Und der Fachexperte, der Betreuer, der macht das seit Jahren und deswegen hat er auch mehr Erfahrung. Ich will Ihnen da keine falsche Information geben, Herr Mustermann. Ich Ja, bin ja nicht genau. hier für weitere Sachen zuständig, also Ja. bitte. Sie sollten halt ein bisschen Geduld haben, abwarten. Wenn Sie Genau. gleich der Fachexperte Sie anruft, können Sie alles weitere mit dem Fachexperte abklären, weil der ist ja dann ab dann für Sie zuständig. Ja, genau.
So, ein bisschen warten wir wieder. So, Überweisung ist raus dann. Okay. Herr Mustermann, ja. Ich brauche jetzt einen Überweisungsbeleg, also Foto oder als PDF zukommen lassen per Mail, also als Antwort, Herr Mustermann. Ich bin da. Sie haben da meine E-Mail-Adresse, ich brauche ja nur Bestätigung für die Finanzabteilung wegen der Willkommensbonus in Höhe von 250 Euro. Ah, okay. Soll ich das dann einfach, Wie bitte? Per PDF schicken da. Oder JPG oder? Ja, als PDF einfach, Herr Mustermann. Alles klar. Weiß ich auch nicht, glaube ich. Es ist einfacher für mich dann mit dem Handy ein Foto zu machen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie auf der Schnelle geht jetzt gerade. Haben Sie diese Möglichkeit, den Überweisungsbeleg runterzuladen, Herr Mustermann? Ja, das kann ich auch dann, glaube ich, machen. Ja, machen Sie das bitte erstmal. Einfach an die E-Mail als Anhang dann, oder? Genau, genau. Sehr gut, dann Sie haben da meine kurz E-Mail-Adresse. Los. Also an die Support-E-Mail, da das empfangen Sie dann wohl. Nee, nee. An ella.j@waden-mail. Oh, die habe ich meine gar nicht. E-Mail-Adresse. Die habe ich gar nicht. Sie haben doch. Ah, doch, jetzt habe ich sicher. Ist im Spam drin ihre gewesen. Bankdaten. Genau. Weil die war nicht verschlüsselt, die Nachricht. Okay. So. Ist drin. Habe ich abgeschickt. Okay, schau mal nach, ob habe ich das bekommen. Haben Sie das als Antwort zukommen lassen, oder? Ach so. Soll ich das in einer separaten E-Mail lieber? Ich habe nichts bekommen, Herr Mustermann. Dann schick das dann lieber nochmal als separate E-Mail. Das ist dann vielleicht besser für uns einfacher. Dann kleinen ja, Moment bitte einmal. Okay, ich bin da. Natürlich. So, ich habe es dann nochmal als eine separate E-Mail geschickt. Sollte jetzt angekommen sein. An welche E-Mail-Adresse haben Sie das zukommen lassen, Herr Mustermann? Das war an. Oh, wurde nicht gefunden. ella.j@parkerfischermails.com. Nee, nee. ella.j@waden-mails.com. Achso, dann haben sie mir dann. Wie haben sie das denn gemacht? Also sie haben eine falsche E-Mail dann geschickt. Der Absender ist das nämlich.
Also als Absender sind Sie at parkerfischermails.com. Herr Mustermann, Sie, ich habe Ihnen ein Mail zukommen lassen mit ja, genau. Ihren Zugangsdaten und unsere Bankdaten, richtig? Ja, aber da sind Sie als ella.j@parkerfischermails.com. Nee. Doch. Nein, nein. 100%. warten-mails.com. Dann muss ich eben noch manuell, dann warten Sie kurz. Schreiben Sie meine E-Mail-Adresse bitte. Ella. Oder ich sende Ihnen jetzt, ich sende Ihnen nochmals die Bankdaten und die Zugangsdaten. Ja, solange da und Ihre richtige E-Mail, weil... antworten. Genau, weil jetzt in bitte Ihrer E-Mail ist nämlich @parkerfischermails.com. Nee, kann nicht sein. 100%, steht auf meinem Bildschirm. Also das sehe ich ja gerade so. Noch. Dann schicken Sie lieber nochmal eine. Ja. So, schauen Sie bitte nach. Also ungelogen, ist immer noch @parkerfischermails.com. Nein, kann nicht sein, Herr Mustermann. 100%. Sie haben ein Mail von mir bekommen, von ella.j@warden-mails.com. Dann klären wir dann warden-mails.com. .com, genau. Ja, dann schicke ich das nochmal so, weil ich kann, also, gleich, ich kann jetzt als Beweis gleich nochmal Ihre E-Mail-Adresse senden, wenn Sie mir nicht glauben. Dann tue ich das auch nochmal im Anhang rein, aber also, das ist ja kein Problem. Ich kenne doch meine E-Mail-Adresse, Mustermann. Deswegen, ich kenne doch meine E-Mail-Adresse auswendig, bitte. Ich schicke Ihnen das auch noch als Anhang auch noch mit, damit Sie mir glauben. Ja, so. Machen Sie das bitte. Dann kriegen Sie einmal die Beweisung und Ihre E-Mail-Adresse. Ja, ich bin da. So, neu geschickt jetzt. Sollten Sie bekommen haben. Also ich, bis jetzt habe ich ja nichts bekommen. Ich habe was bekommen. Böhrenbratfisch. Moment, ich muss einmal nachgucken. Ja. Können Sie mir den Überweisungsbeleg nochmal zukommen lassen, Herr Mustermann? Haben Sie nicht bekommen? An die gleiche E-Mail-Adresse, doch, aber das sieht man nicht. Kann ich nochmal machen, ist kein Problem. Ja, checken Sie das bitte. So, ich hab geschickt nochmal. So, haben Sie bekommen jetzt, glaube ich, dann, ne? Ja, ich habe was bekommen. Bleiben Sie kurz dran, Herr Mustermann. Ich muss das weiterleiten an die Finanzabteilung. Okay. Und schauen, ob das alles in Ordnung ist. Ja. Bleiben Sie kurz dran, bitte. Natürlich. Natürlich ist das nicht alles in Ordnung, weil das eine Fake-Überweisung ist. Aber mal gucken, ob sie drauf reinfällt. In der Zeit schauen wir uns doch mal ein paar Kommentare an. Zum Beispiel von unserem neuen, beziehungsweise am 28.02. die etwas andere Betrügerin hat direkt der Anja oder die, also die oder der Anja Chang geschrieben, solltest nochmal deine Werbung überarbeiten. Ja, ich weiß, da sind ein paar Fehler drin wahrscheinlich. Wurde schon aufmerksam gemacht. In die 3 Sekunden, dann fängt das wieder nochmal an, die Werbung. Aber das habe ich leider alles an einen Tag geschnitten. Ist auch das letzte Video, keine Angst. Und die Jutta Wachner schreibt, wunderbar, ich verstehe, wunderschön.
die passt abends nicht mehr durch die Tür bei der Lügerei. Das schon auf jeden Fall. Die wollte nur meine Kohle und nicht mich. Da habe ich mich ein bisschen Herr verarscht Mustermann? gefühlt. Ja, Hallo? ja, Hören Sie mich? ja. So, haben Sie denn Überweisungsbeleg heruntergeladen oder haben Sie nur Foto gemacht von der Überweisung? Ja, Foto. Okay, können Sie vielleicht den ganzen Überweisungsbeleg zukommen lassen, Ach die so. Mail bitte? Braucht man den unbedingt, oder? Ja, die Finanzabteilung brauchen das immer so als Bestätigung halt. Da muss ich aber nochmal gucken dann, ob ich den finde. Okay, gehen Sie auf Umsätze und dann können Sie vielleicht Foto machen von der ganzen Überweisung oder einfach den Überweisungsbeleg herunterladen. Auf Konto, Wecker oder? Auf Umsätze, da muss der Mann. Genau, das habe ich ja geschickt schon jetzt. Und was brauchen Sie da jetzt noch also auf der Überweisung? Herr Mustermann, also ich brauche ja nur den ganzen Überweisungsbeleg. Ach so, okay. So brauchen halt der Finanzabteilung, Herr Mustermann. Die Christina Plüschke ist auch dabei. Okay, bitte. Nein, die ist auch dabei, habe ich gerade gesagt. Welche Christina? Plüschke. Wer ist das? Die ist gerade geschrieben, die ist auch dabei. Ich verstehe ich nicht, Herr Mustermann. Was Die meinen macht, Sie genau? die will auch eins, habe ich gesagt, so, also bei Ihnen dann. Ach so, ach Ja, so. genau. Mundpropaganda, schon erzählt alles dann. Weil ich ja jetzt Okay. ein Trading-Konto mache, dann kann ja besser noch ein paar Telefonnummern geben dann. Sie können mir danach gleich die Daten geben von der Person, dann kann ich hier der Person anrufen und dann Ja. ein Handelskonto gemeinsam erstellen erstmal. Das geht. Das ist auf jeden Fall auch noch gut dann. Ich mache eben kurz nochmal den Screenshot weiter nochmal. Okay, bitte. Zum Beispiel Illusion ist keine Integration. Das ist irgendwie, das ist Gefahr, schreibt er. Aber Okay, bitte. Asia Eroglu, hoffentlich habe ich den Namen richtig geschrieben. Lustig wären der Herr Pinocchio und besoffener Herr Blaubeer ein bisschen verändert. Oder Christel, der schreibt, ich sehe was, was du nicht siehst, I6, die Verlängerung von deinem Partner. Da denke ich mir auch immer, also. Was meinen Sie genau, Herr Mustermann? Verstehe ich nicht. Nein, Kommentare jetzt bei Instagram, weil ich habe jetzt Foto gemacht von mir, weil ich war halt auf so eine Messe und dann habe ich da den Prominenten gesehen. Ein Foto mit ihm gemacht, Okay. deswegen. Da ist dann zum Beispiel auch der Skyrider oder der LE, Christian Venturis. Ciao, Foxe88, Anje Chan, Telefonfeppler, Dortmunder Junge, Dance of Death, The Last Prussian. Herr Mustermann, können Sie mir bitte den Überweisungsbeleg zukommen lassen? Natürlich mache ich, also. Ich muss das weiterleiten, also, weil ich habe gleich Feierabend, dann kann ich Ihnen einen Termin bei dem Fachexperte für morgen vereinbaren, Herr Mustermann. Weil der, ja, das Weil der dauert immer bei mir eine Fachexperte. Bank. Die erstellen den gerade, weil wenn ich einen Kontoauszug mache, dann dauert es immer ein bisschen. Die erstellen den immer. So, ich hab den dann gleich per E-Mail. Dann Sergio Goyochea, auf jeden Fall auch dann. Natone. Also der Sergio habe ich gesehen, der ist ein bisschen böse auch. Da müssen wir drauf aufpassen. In den Kommentaren. Natone, Michael Wittmann, Ingo Klitsch. Benny Witt, Lars Bauer, Abbott Robbins, das ist so ein Spambot, weiß ich auch nicht, was es soll. Kochs Vegan, Walter Raff, John Doe, Ahmed YouTube, Klafifi, UNM, Psychobird, Sarah Fuhr, Delixin, Annette R., Kurt Lechner, Julian G. Eine MX, Timex. Ich habe die Überweisung jetzt geschickt per E-Mail. Okay. Chris 13 Son Goku 12. Andreas Burkhardt. Ingo Klitsch. Klaus Holger Thompson.
Sir Greenboy. Herr Mustermann? Ja. Ich habe leider nichts bekommen. Ah, jetzt habe ich mir an der falschen Meldung dann. Jetzt war ich da so im Flow, dass ich mir dann diese Parker Fischer Mails geschickt habe. Ella.j@wardenmails.com. So. Minusmails.com. Genau, ja, Mails. So, Anhang. So, ist drin. Mila Petrova, Corona Bier. Wer lebt schon gerne unter Palmen? Matthias Günther. Herbert Glaser, der grüßt immer aus Sri Lanka, auch netter Typ. Pillow Schaden, Autohandel Mario Fecht, Ayuna Records, Stefan Berger, Soul Herr 123, Mustermann, ja? an welche E-Mail-Adresse haben Sie das zukommen lassen? Ella.jwardenmails.com. Waden-Mails. Mails, genau, Minus Mails. Okay, ich warte mal ab. Dort vielleicht ein Ich habe bisschen. nichts bekommen, deswegen. Felsenmeer. Liborius, Olaf Lummer, Matthias Günther habe ich glaube ich schon, also nicht doppelt hier begrüßen. Tolle Typen auf jeden Fall. Cottbusser Damm. So. Solar Sombrero. Sombrero. Nicht Sombrero. Izuku Midoriya. Oh Gott. Ryujin Silf. Dieter Kestner. Testosteronkeule. Zeugen des Sofas Jehovas. Herr Mustermann, hören Ja, Sie mich? ich höre sie. Ich habe wieder das gleiche Bild bekommen wie vorher. Oh Gott. Stimmt, sie wollten die Dings, die Den Kontoauszug. ganzen Überweisungsbeleg Ja. brauche ich. Bei Detailanzeige, das meinen sie, ne? Genau. Mit dem Snipping-Tool So. eben nochmal raus. Herr Mustermann, Ja. sagen Sie mal bitte, wann kann Sie der Fachexperte morgen erreichen? Wann sind Sie denn erreichbar? Welche Uhrzeit? Ja, so morgen gegen 18 Uhr, so, aber wie lange arbeitet ihr dann? Dann kommt immer darauf an, natürlich. Also, ich bin von 9 bis 18 Uhr, aber der Betreuer ist ja bis 18:30 Uhr. Ja, dann machen wir doch am besten. Ja, gut, ich will natürlich auch nicht stören von Feierabend. So 17:30 Uhr dann. 17:30 Uhr, Ja. okay. Machen wir es so. Julian G. Tschutschuschen. Haben Sie mir den Ja. Überweisungsbeleg gesendet, Herr Mustermann, weil ich muss Feierabend Ja, ich machen. hab's geschickt jetzt gerade. Das ist raus, gerade raus. Okay, PW. ich warte mal ab. Cowboy BJK. Fernando Alfonso. Gerald Oberrauter. Ziggy Scambuster. Das ist ein Spambot wieder. Was machen Sie da, Herr Mustermann, wenn ich fragen darf? Sonniges Wetter. Ne, ich lese gerade die Kommentare durch, die unter meinen Instagram-Post alle geschrieben haben. Okay, was machen Sie denn auf Instagram? Machen Sie das online oder was machen Sie denn? Ja, ich habe ja, wie gesagt, ich war ja beim Prominententreffen gestern. Das war ja in Frankfurt an der Börse. Und da waren natürlich die ganzen Promis, hab ein paar Fotos geschossen und dann wird man ja so gesehen automatisch dann auch ein bisschen berühmt dann. Heisenberg. Callcenter Herr Mustermann, Abzocke. ich habe immer noch nichts bekommen. Ich habe viel geschickt gerade, also an. Ich habe nichts bekommen, wirklich. Das warte ich, gucke mal. Ella.j@ Warden, also Warden minus mails.com. Genau. Michael S. Hjart, Cottbusser Damm, Pillow Schaden, Haben Sie Timo Adam, das ja? Ding zukommen lassen, Herr Mustermann? Was, wie viel habe ich? Haben Sie das den Überweisungsbeleg zukommen lassen? Ja, ich habe es als Anhang geschickt. Habe ich Betreff immer noch nichts bekommen. Überweisung. Digitaler Tourist, Dirk Joloitsch. Oh, den Namen richtig ausgesprochen hier. Sandra. So, und jetzt habe ich noch die Jena, Diego. Klafifi, haben wir doch schon. Ich habe nichts bekommen.
Wirklich. Sonniges Wetter und ich gucke noch mal eben kurz. Christian Venturis. Hören Sie mich, Herr Ja. Mustermann? Dicke Bohne. Ja. Ich habe nichts bekommen. Ich schick's noch mal raus. Ja, machen Sie das bitte. Also ich habe ja drei Mails mit dem gleichen Bild bekommen, Ja. aber den ganzen Überweisungsbeleg habe ich ja nicht erhalten, Herr Mustermann. LOL Callcenter, Tracy Bealin, Kreisender Adler, Sokrates 469, Logan Collins, sonniges Wetter. Ich weiß, also tut mir sehr leid, wenn ich euch doppelt, ja, ne? Also für die Leute, die ich nur einmal aufzähle, tut mir sehr leid. Aber das sind so viele Kommentare hier. Ja? Dark Rave. Ja, glaube ich Ihnen, Herr Mustermann, aber ich habe ja immer noch den Überweisungsbeleg nicht bekommen. Haben Sie das überhaupt zugeschickt? Hartmut 100. Ja, ich schau mal eben noch kurz. Aber ich habe es wirklich geschickt. Also ich habe jetzt gerade die Sendung. Also ich habe jetzt nochmal rausgeschickt. Das dauert vielleicht einen kleinen Moment. Kenshin 12. Und dann Bettina Fröscher habe ich noch. Der Julian. Ein anonymer Herr Mustermann, Nutzer, ja. ich habe nichts bekommen. Kochs vegan, Sven Lange. Kurt Lechner. Hören Sie mich? Hans JP, ja. Ja, ich habe nichts bekommen, Herr Mustermann. Chris Crimson. Ich habe es, also ich habe es dreimal geschickt, also. Ich kann ja nochmal auf jeden Fall. E-Mail-Adresse bitte? Also, Sie Also. haben ja schon dreimal den Genau, deswegen ja. Überweisungsbeleg zukommen lassen. Aber das, was Ella.j. ich brauche, habe ich ja bis jetzt nicht bekommen. Warden-mails.com. Simon Lebeau. Ralf Petersen. Sie hat aufgelegt. Nein, ich wollte auch meine ganzen Zuschauer alle begrüßen, ey. Auf jeden Fall durch noch zum Abschluss den Dutt Dado und den Fabian Andiel grüßen. Also, wenn ich einen vergessen habe, dann tut es mir sehr leid. Ich habe jetzt alle Kommentare, die ich so in letzter Zeit bekommen habe, vorgelesen. Zumindest die Namen von euch. Ja, ich trotzdem, ich hoffe mal, es war ganz amüsant für euch. Die Alte haben ja doch jetzt schon lange dran gehabt. Hat mich gefreut. War eine coole Folge mal wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö. So, jetzt bin ich voll für Sie da. Okay. So, Herr Mustermann, also Sie haben ja gestern die Einzahlung getätigt, also den Betrag hier von 1000 Euro. Aber der Finanzabteilung hat mich ja heute Morgen um 9 Uhr kontaktiert. Die brauchen ja den ganzen Überweisungsbeleg, Herr Mustermann. Genau, weil den habe ich doch geschickt gestern. Warte, Nee. vorgestern Nee, noch hatten wir es gemacht, ne? gestern. Gestern, ich habe ja Gestern. gestern was bekommen, aber nicht den ganzen Überweisungsbeleg, Herr Mustermann. Verstehen Sie mich? Nicht den ganzen Überweisungsbeleg. Also ich brauche ja Foto oder PDF-File von der Überweisung. Also einfach den Überweisungsbeleg brauche ich ja, Herr Mustermann. Genau, das haben wir ja gemacht und haben sie aufgelegt. Die Leitung war von einmal weg, Herr Oh. Mustermann. Ja, dann konnte ich sie ja nicht leider erreichen. So, in Ich habe ja wegen gestern. Ukraine-Krieg oder warum? Kann sein, also ich weiß wirklich nicht, Herr Mustermann. So. Also. Weil die wollen das nicht so annehmen. Sie haben ja gestern was geschickt. Da steht ja Betrag. Ich schaue mal nach. Tausend. Also, da steht ja Verwendungszweck und so weiter. Aber die brauchen ja den normalen Überweisungsbeleg einfach. Ach so, Weil. den hab ich doch gestern per E-Mail geschickt an Ella Jacobs. Da weiß ich noch, Nein. Warden wie sie, Warden VC, was, ne? Ja, Herr Mustermann, ja, ich weiß. Aber Sie haben ja nicht den ganzen Überweisungsbeleg zukommen lassen. Verstehen Sie mich? Sie haben ja nur Foto gemacht von der Hälfte-Seite Oh. von der Überweisung. Nicht ganzes Bild. Da muss ich nochmal eben gucken.
Ja, schauen Sie ja bitte nach. Ich bin da. Ja. Die Kontoauszüge sind nämlich gedruckt worden jetzt gerade. Beziehungsweise gestern dann. Ich schicke ihn. Ich weiß nicht, da müssen Sie Ihre Einzahlung eben kurz raussuchen. Das sind nämlich mehrere dann. Aber es sollte dann nicht stören dann, ne? Okay. Weil da kann sein, dass da irgendwelche Sachen drin sind, die vielleicht nicht jeder wissen sollte, aber wenn sie da nicht so, Ja, ich weiß, aber ich brauche ja trotzdem was an, als eine Bestätigung, muss man. Also ein Foto oder als PDF-File, Herr Mustermann, egal wie, brauche ich ja den ganzen Überweisungsbeleg. Genau, weil Also, ich habe mir da. dass die Summe eingezahlt haben. Ich habe nämlich ja letztens eine Peitsche gekauft bei Amazon und so, und ich lasse jetzt darüber lachen oder sowas, ne? Also, deswegen meine ich ja. Ist ja gar kein Problem, Herr Mustermann. Ich brauche hier nur Foto von Überweisungen, bitte. Genau. Das andere interessiert mich nicht. Genau. Das ist ja privat. Ja. Was privat ist, bleibt auch privat. Genau. So ist das halt. Das finde ich gut. So, dann schauen wir doch mal. Ich muss eben kurz in meine E-Mail einloggen. Okay, ich warte. Keiner ist so cool wie ich, das ist ja klar. So, genau. Sie haben ja geschrieben heute, da war ich aber leider auf der Arbeit noch. Ja. Da habe ich ja geschrieben, dass ich auf Arbeit bin. Und dann, soll ich das Anhang schicken oder? Bitte? Wie war das nochmal, Herr Mustermann? Hallo? Soll ich sie antworten oder neue E-Mail erstellen? Wie Sie möchten, Herr Mustermann. Sie können auch mit dem Überweisungsbeleg antworten, einfach auf Antworten gehen. Ich klicke als Antworten, dann mache ich einfach als Anhang. Ich muss eben dann kurz ein PDF downloaden. Okay, ich bin da. Kein Problem. Weil, Herr Mussermann, Sie müssen Ja. mich auch verstehen, der Finanzabteilung, die brauchen, die sehen ja alles Mögliche, sie überprüfen ja alles. Deswegen brauchen ja immer den Überweisungsbeleg halt als Bestätigung. Kann ich total verstehen, natürlich. So. So, was brauchten Sie da jetzt nochmal? Ich brauche den Überweisungsbeleg. Also, was muss man da sehen? Also, sieht man ja, also, was ich Ihnen geschickt habe, sieht man ja auch da. Also. Also, ja, Sie haben ja gestern was geschickt, aber der Finanzabteilung will das nicht so annehmen, Herr Mustermann. Es muss denn genau den ganzen Überweisungsbeleg haben. Verstehen Sie Also, bitte aber. nicht nur ein Teil, also, sondern einfach das Schreiben, wann Sie die Überweisung getätigt haben und so weiter, Herr Mustermann. Sie Ach haben ja die so. Möglichkeit, den Überweisungsbeleg herunterzuladen. Ich weiß, weil ich mache das nicht nur mit Ihnen, sondern auch mit tausende Menschen mache ich ja mit Kunden die Überweisung, Herr Mustermann, sage ich Ihnen ehrlich. Deswegen haben Sie auch diese Möglichkeit, den Überweisungsbeleg als PDF zu herunterladen oder zukommen lassen. Ah, genau. Aber die 1000 Euro sind auf jeden Fall angekommen, oder? Bei uns, meinen Sie? Ja, genau. Ich kann ja überprüfen. Senden Sie mir bitte erstmal den Überweisungsbeleg. Ich werde dann weiterleiten bei der Finanzabteilung und ich kann ja alles überprüfen, Herr Mustermann. Deswegen haben Sie immer noch keinen Anruf von dem Fachexperte bekommen, von dem Betreuer. Weil ich weiß jetzt nicht, ob der Betrag schon bei uns angekommen ist, Herr Mustermann. Deswegen brauche ich ja den ganzen Überweisungsbeleg. Oh, okay, jetzt macht es Sinn. So, dann kriege ich mal kurz in meine Postbank eben kurz dann. So, genau. Umsätze. Genau, hier war das doch.
So, habe ich geschickt dann. Ella Jacobs. Ja, ich schau mal nach. Einen Moment. Ja, natürlich. Haben Sie das als Antwort zugeschickt, oder? Hören Sie mich? Ja. Haben Sie das als Antwort zugeschickt? Genau, ich habe Ihnen geantwortet. Ich habe nichts bekommen. Wir warten mal ab. Ein paar Sekunden Service Manager habe ich geschickt, also dann an... Steht nämlich ella.j@warden-mails.com. Genau, das ist meine E-Mail-Adresse. Genau. So, Herr Mustermann, ja. Schauen Sie bitte nach. Ich habe Ihnen heute noch ein Mail geschrieben. Da steht, ein Moment, vielen Dank für Ihre Antwort. Die Finanzverwaltung benötigt den Überweisungsbeleg. Haben Sie das bekommen? Genau. Und da habe ich als Antwort geschickt. Aber ich habe nichts bekommen, Herr Mustermann. Ich habe wirklich nichts erhalten. Nee, ich habe nichts bekommen. Herr Mustermann, haben Sie vielleicht AnyDesk? Ah, ich habe was bekommen. Einen Moment. Einen Moment, bitte. Herr Mustermann, ich habe was bekommen, aber es ist schwarzes Bild einfach. Wie, bitte? Ja, alles schwarz. Ich weiß nicht warum. Herr Mustermann, haben Sie vielleicht AnyDesk? Ja, natürlich. Können Sie mir bitte einmal die AnyDesk-Nummer durchgeben, dann kann ich mit Ihrem Computer verbinden. Dann kann ich ja nur Foto machen von der Überweisung. Ach so, genau. Ja, machen wir es so. Das wäre einmal die 364. Nein, Moment. Ja, natürlich. 364. 364, das wäre dann die 858. 858. Weiter. Und dann die 226. Ich soll mal fragen, ob Sie schon Ihr Lotto-Mitspiel gekündigt haben? Welche Lotto? Nee, wegen Lotto. Da rufen wir einmal ständig welche an. Was meinen Sie genau, Herr Mustermann? Nehmen Sie bitte die Frage an. Ja, natürlich. Gehen Sie jetzt einmal auf Ihr Online-Banking. Ja, natürlich. Wann hatten Sie einen Feierabend? Um 17.30 Uhr oder um 17 Uhr? Ich habe diesmal Feier gehabt um 16.50 Uhr, aber ich muss noch nach Hause fahren. Okay. Können Sie sich dann auf Ihr Postbank anmelden, also auf Ihr Online-Bank einloggen? Zu der ID?
Genau. Ich musste eben kurz auf den Zettel gucken, weil ich habe mir die letzten vier Wörter nicht gemerkt. Ich weiß nicht. Wie bitte? Ich weiß nicht. Nein, ich habe mir die letzten vier Buchstaben, die merke ich mir nie irgendwie. Ach so. Weil man bekommt ja ein generiertes Passwort von der Postbank und das ist irgendwie A, Z groß, 3, 4, 3, 90, Z, C. Das ist ein ganz komisches Passwort. Soll ich mal gucken, wann wird das fertig gerendert eben? So. Weil ich muss jetzt noch gleich ein Video hochladen, kurz. Also wenn es okay ist, so eben kurz dann. Können Sie sich auf Ihr Online-Banking einloggen? Ich brauche nur den Überweisungsbeleg. Ja, natürlich, Was Sie also da machen, ist ja Ihre Sache. ich muss nur eben kurz einmal nochmal so. Okay. Wollen Sie So. mich veräppeln? Ne, was los? Was ist jetzt Schönen los? Tag noch. Ja, den wünsche ich mir auch. Tschüss, Betrüger. Mick. Arschloch. Schön die Zeit gestohlen. Jetzt versucht die noch irgendwas, ey. Oh Gott, oh Gott, ey. Zu gut, Leute. Zu gut.